Im letzten Block dieser Vorlesung möchte ich Ihnen einen kurzen Einblick in die Erkenntnistheorie der Psychoanalyse geben, denn dieser Theorietradition zufolge geht es nicht nur darum, den Menschen als ein erkennendes Wesen auszulegen, das, wie Kant uns nahelegt, Urteile über Fakten fällt, sondern auch als eines, das selbst auf die Grundstrukturen der Wirklichkeit eine Antwort zu geben versucht. Das klingt erstmal sehr enigmatisch, aber ich versuche das in den nächsten Minuten auszubuchstabieren. Und die Erkenntnistheorie der Psychoanalyse unterstreicht diesen Aspekt, also dieses Antwortsein von uns Menschen auf die Grundstrukturen der Wirklichkeit, weil die uns umgebende Wirklichkeit uns nicht einfach als ein Teppich von Fakten gegenübersteht, sondern auch an uns Fragen stellt, uns Befehle gibt und nicht selten unsere Zustimmung verlangt über die Tatsachen, die uns umgeben. Und ein Grund dafür, also inwiefern wir Subjekte antworten gegenüber den uns umgebenden Tatsachen sind, liegt darin, dass wir Lacan zufolge, also dem Philosophen, um den es heute gehen soll, als sprachbegabte Wesen immer in überindividuellen Bedeutungszusammenhängen leben, zu denen wir uns existenziell verhalten müssen, die wir aber auch existenziell quasi verinnerlichen müssen, um als Subjekte überhaupt in einen geteilten Bereich einer Sozialstruktur auftreten zu können. Bevor ich aber diese Anrufungsstruktur von Signifikanten, das heißt von symbolischen Bedeutungsclustern im Detail analysiere, möchte ich noch einmal einen kurzen Rückblick machen auf das, was wir bisher in der Vorlesung immer wieder thematisiert haben, um diesem letzten Vorlesungsblock noch einmal mit einigen Leitthemen der vergangenen Vorlesung kurz zu schließen. Wenn Sie das nicht brauchen oder das nicht nötig haben, dann können Sie gerne etwas vorspulen und dann sehen wir uns gleich in der Zukunft. Okay, wir beginnen mit einem kurzen Rückblick. Erinnern Sie sich, wir haben in den letzten Wochen gelernt, dass Erkennen für uns Menschen eine Syntheseleistung ist, die man auch eine Syntheseleistung zweiter Ordnung nennen könnte, also zweiter Ordnung in Anführungszeichen gesetzt. Und zwar unter anderem auch deshalb, weil wir auf unseren Bezug zur Außenwelt selbst noch einmal reflexiv Bezug nehmen können. Ich kann zum Beispiel einen Sachverhalt in einer Proposition ausdrücken, zum Beispiel das Rednerpult vor mir ist weiß. Das kann ich dann noch einmal überprüfen. Habe ich auch richtige Gründe für dieses Urteil? Und dann stelle ich vielleicht fest, ach nee, ich habe mich aufgrund eines falschen oder eines mich irritierenden Lichteinflusses getäuscht. Das Pult ist ja gar nicht weiß, es ist braun. Ich kann aber auch, wie es Kant in seiner Kritik der reinen Vernunft tut, so etwas extrem Abstraktes tun, nämlich einer Metatheorie meiner gesamten Weltbezüge aufstellen. Und wenn Sie diese Vorlesung verfolgt haben, dann werden Sie sich auch an diese Folie erinnern, denn die veranschaulicht nur noch einmal, worauf Kant kommt, also auf welche a priorischen erfahrungsunabhängigen Bedingungen er kommt, um uns zu erklären, wie eine sinnliche Anschauung uns dazu befähigt, durch bestimmte Verstandeskategorien zu einem Urteil zu kommen, das dann entweder sagt, das ist eine Blume oder das ist ein Pult etc. Aber das können Tiere scheinbar nicht. Zumindest habe ich noch kein Tier gesehen, also außer ein vernünftiges, das eine Kritik der reinen Vernunft schreibt. Dafür sind sie einfach zu epistemisch arm, wie unter anderem der amerikanische Philosoph Donald Davidson in einem viel zitierten Artikel mit dem Titel Vernünftige Tiere untermalt. Den haben wir in dieser Vorlesung nicht besprochen, aber zeitgleich in der Sprachphilosophie. Tiere können nur eine Syntheseleistung erster Ordnung vollziehen, das heißt, sie subsumieren den Input der Außenwelt an ihren Reizrezeptoren nach biologisch-instinktiven Subsumptionskriterien ihres Organismus. Und das hat für sie im gewissen Sinne den Vorteil, oder für diese Tiere, dass sie keine Antwort geben müssen auf die Außenwelt, weil sie gar nicht in einer Abstraktionbeziehung zur Wirklichkeit stehen, wie wir Menschen es tun. Wir Menschen können jedoch Sinnesreize in Vorstellungen verwandeln und diese dann in begriffliche Hierarchien ordnen. Das geht mit Hilfe unserer sprachlichen Erkenntnisbedingungen und deswegen können wir uns auch zu dem, was wir als objektiv erkennen, auch nochmal verhalten. Wir können das repräsentieren und uns Gedanken über das machen, was wir repräsentiert haben. Dabei, und auch daran erinnern Sie sich vielleicht, bleibt aber immer im gewissen Sinne ein Mangel bestehen in unseren Erkenntnisbezügen. Und Immanuel Kant hat versucht, diesem Mangel mit seiner Rede vom Ding an sich gerecht zu werden. Der erwähnte Mangel
spielt in diese Metaordnung in zweiter Stufe hinein, da unsere Auswahlkriterien der Ordnung selbst nicht unmittelbar im Bereich unserer Erfahrung vorkommen. Und auch das habe ich sowohl gleich am Anfang der Vorlesung einmal thematisiert, als auch mit Bezug auf Kant und Hegel. Oder anders gesagt, wenn wir nach Subsumptionskriterien immer schon den sinnlichen Input der Außenwelt verarbeiten, die Subsumptionskriterien, mit denen wir die sinnlichen Anschauungen verarbeiten, aber dabei nicht noch einmal selbst kriteriell untersuchen können, sie sind ja die Bedingung der Möglichkeit unserer Erkenntnis, dann also tauchen sie natürlich auch nicht in der Außenwelt auf und dann haben wir in dem Sinne keinen analogen Erfahrungszugriff auf diese Bedingung der Möglichkeit, wie wir einen Erfahrungszugriff auf die Fakten um uns herum haben. Durch diese nicht einholbare Kluft zwischen Erkenntnisobjekt und Erkenntnisform bleibt dann immer auch ein nicht einholbarer, nicht explizierbarer Rest übrig, den keine Begrifflichkeit unter Einbeziehung ihrer eigenen Bedingung in den Akt ihrer Benennung bringen kann. Und wie ich gleich auszuführen versuche, müssen wir uns existenziell auch weltanschaulich zu diesem Rest, den wir nicht unterbringen können, immer auch verhalten. Und darum wird es in dieser Vorlesung hauptsächlich gehen. Kant bringt diesen Rest, behaupte ich jetzt mal etwas überspitzt, auf diese Rede vom Ding an sich. Das Ding an sich markiert dann regelrecht eine Kluft in unserer Erfahrungswelt, die nicht auf der Ebene der objektstufigen Fallibilität eingefangen werden kann, weil, wie gesagt, dieses Ding an sich nichts ist, was ich hier neben der Lampe, neben dem Mikrofon oder neben meinem Computer auffinden kann. Das Ding an sich markiert eine Binnengrenze unserer Erkenntniskraft. Jacques Lacan, der Begründer einer psychoanalytischen Philosophie, den ich auch schon in der ersten Vorlesung erwähnt hatte, thematisiert nun diese Kluft in unterschiedlichen Texten und unter anderem in dem Vortrag über Struktur von 1966, der im Mittelpunkt der heutigen Vorlesung steht und den Sie im Reader finden. Der Originaltitel ist On Structure as an Inmixing of an Otherness. Lacan hielt diesen Vortrag auf Englisch in Baltimore. In diesem Text schreibt Lacan Folgendes. Wir nehmen die Übersetzung, die stammt ausnahmsweise mal von mir. In einem Universum des Diskurses kann nichts das Ganze umfassen und hier finden Sie die Kluft, die das Subjekt konstituiert. Das Subjekt ist die Einführung eines Verlustes in die Realität. Lacan beschreibt hier etwas, das uns nicht ganz unbekannt ist und das ich auch schon vorher erwähnt hatte, nämlich inwiefern die Struktur der Zuwendung des Subjekts zu den Gegenständen sich selbst nicht vollständig als Gegenstand unter anderen abbilden lässt. Wir müssen in unseren Bezugnahmen immer schon etwas ausblenden, etc. Aber Lacan behauptet darüber auch noch etwas anderes und deswegen habe ich den entscheidenden Satz rot markiert. Er schreibt nämlich, das Subjekt selbst ist die Einführung eines Verlustes in die Realität. Und dieser Satz klingt erstmal enigmatisch, aber er untermalt eigentlich nur das, was wir bisher eigentlich auch schon begriffen haben in dieser Vorlesung. Denn wenn es eine konstitutive Kluft zwischen Erkenntnisakt und Erkenntnisobjekt gibt, die sich in unsere Erkenntnisprozesse einschleicht als Bedingung der Möglichkeit, dann ist es natürlich ganz selbstverständlich, dass diese Kluft erst durch uns Menschen in die Wirklichkeit um uns herum eingeführt wird. Und wenn ich jetzt von Wirklichkeit spreche, dann nicht im Sinne einer Totalität, die ich gar nicht umfassen kann, sondern eigentlich im gewissen Sinne als eine Metapher, ohne die wir nicht auskommen können, wenn wir von Sachverhalten sprechen, die nach unserer Meinung ja immer Sachverhalte auch in einer Totalität sind. Also unter dieser Rücksicht ist der Satz wirklich nicht mehr schwer. Wenn die Wirklichkeit etwas ist, das sich überhaupt nur für erkennende Wesen aufstellt, diese Wirklichkeit sich aber gleichzeitig immer auch auf Distanz dann bringt, weil wir diese Wirklichkeit nie in absoluter Fülle einfangen können, dann haben wir dieses Doppelspiel von Wirklichkeit und Wirklichkeitsentschwund oder Wirklichkeitsverschwinden in der Erkenntnisbeziehung selbst. Und so verstehe ich Lacan, dass er darauf hinweist. Also die Wirklichkeit wird zwar durch Subjekte erkannt, aber sie wird auch gleichzeitig den Subjekten verlustig. Und vielleicht erinnern Sie sich noch daran, dass ich auch schon in der ersten Vorlesung auf diese Kluft eingegangen bin, da Jacques Lacan dieser Kluft mithilfe eines berühmten Gemäldes von Hans Holbein, dem Jüngeren, The Ambassadors,
eine sehr schöne metaphorische Form gibt, nämlich als einen ovalen Farbfleck, der erst beim Verlassen der Zentralperspektive zu entziffern ist und mit dieser Allegorie untermalt Lacan nur in einem berühmten Seminar noch einmal, inwiefern jeder Wirklichkeitsausschnitt, den wir wahrnehmen, eingebunden ist in eine Ausschlussstruktur. Und diesem Ausschluss gibt Holbein hier in gewissem Sinne eine metaphorische Umschreibung. Die nun viel besprochene Kluft zwischen Erkenntnisakt und Erkenntnisobjekt, die ich auch schon wiederholt als parallaktisch oder als parallaktische Lücke beschrieben habe, betrifft nun nicht die Grenzen unserer Erkenntnis zwischen der Differenz Erkenntnisakt, Erkenntnisobjekt, sondern diese Kluft betrifft für die Philosophie der Psychoanalyse uns auch als begehrende und als fantasierende Wesen. Denn auf diese Kluft im Sein, beziehungsweise auf diese Kluft in den Grundstrukturen der Wirklichkeit, das sind ja beides nur Metaphern, können wir Menschen ganz unterschiedlich uns beziehen, zum Beispiel als Priester, als Physikerin oder als Borore-Indianer, und sie könnten noch zig andere Subjektentwürfe hier natürlich anhängen. Jetzt werden Sie wahrscheinlich sich wundern, warum ich plötzlich diese Arten von Subjekttypen erwähne im Kontext einer Fragestellung, die doch eigentlich für uns etwas mit Erkenntnistheorie zu tun haben soll. Aber der Bezug ergibt sich eben dort, wo die erwähnte Kluft nicht nur unser Erkennen betrifft, sondern inwiefern wir immer auch verkörperte Entwürfe von Antworten auf eine uns letztlich immer auch enigmatisch bleibende Wirklichkeit sind. Und das Enigma der uns umgebenden Wirklichkeit hat eben unter anderem damit zu tun, dass wir nicht, wie wir es bei Tieren erleben, einfach in der uns umgebenden Wirklichkeit aufgehen, wie Wasser in Wasser, sondern immer auch von diesem vielbeschworenen Rest konfrontiert sind, der scheinbar dazu führt, dass wir auf unterschiedliche Art und Weisen uns auf die Grundstrukturen der Wirklichkeit beziehen. Und dieser Rest führt dazu, dass wir uns in existenziellen Lebensentwürfen, die immer auch erkenntnistheoretische Entwürfe sind, zu diesem Rest verhalten. Der von mir erwähnte Priester wird beispielsweise die Kluft im Sein mit der Metaphysik Jesu Christi auszufüllen versuchen und ihr Gestalt zu geben versuchen. Die Physikerin wird eventuell die Kluft durch Erkenntnisse ausfüllen und eventuell als Naturalistin darin das Ziel sehen, irgendwann einmal eine möglichst viele Fragen beantwortende Erklärung zu geben. Und der Dritte im Bund, der Borore-Indianer, der sich aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen in einer Analogiebeziehung mit einem Papagei stellt, führt wiederum auf seine Art und Weise phantasmagorisch diverse parallaktische Lücken in unserem Weltbezug aus. Und dann stehen wir diesem so befremdet gegenüber, wie er uns befremdet gegenübersteht. Ich erwähne diese Subjektentwürfe nur, um Ihnen zu veranschaulichen, inwiefern die Grundstruktur der Wirklichkeit uns Menschen eben nicht vorgibt, wie wir Menschen mit der Differenzstruktur zwischen unseren Erkenntnisnetzwerken und den Dingen, die darin Ordnung erfahren, umzugehen haben. Denn eines ist immer klar, dass es immer diesen Rest gibt, der uns dazu zwingt, uns auch existenziell zu den Fakten zu verhalten. Und Sie erinnern sich, dass der Kantianer Bruno Limbuchs das schön auf den Punkt gebracht hat, wenn er untermalt, dass es keine Erkenntnis ohne Rest gibt und ich hier nur noch mal zum Ausdruck bringen möchte, naja, dass das tatsächlich auch existenzielle Konsequenzen hat, mit diesem Rest umzugehen, weil wir Antwort suchen auf die ganze Wirklichkeit und nicht nur auf einen Teilbereich der Wirklichkeit. Und das untermalt ja noch einmal auch, worauf Kant hinaus will, wenn er sagt, naja, wir sind eben nicht nur Verstandeswesen, wir sind Vernunftwesen, wir wollen die Wirklichkeit in ihrer Gänze umfassen. Dass uns dieser Rest nicht in Ruhe lässt, finde ich, dafür gibt es einfach schlicht und einfach den nicht zu leugnenden Beweis der Vielheit von Subjekten, die es in der Welt gibt und die, wie die Philosophie der Psychoanalyse zeigt, alle auf ihre Art und Weise durch ihren Subjektstatus eine Form des Antwortseins auf die Grundstrukturen der Wirklichkeit sind. Für die Psychoanalyse ist damit aber auch klar, dass die Psyche als Psyche permanent mit sich in Spannung steht, und zwar auch deshalb, weil sich ihr immer auch die Wirklichkeit entziehen muss. Deswegen sind auch Fantasien ganz entscheidend, weil im gewissen Sinne wir mit Fantasien quasi der Wirklichkeit natürlich Stabilität und Kohärenz verleihen möchten.
Und wenn Sie sich daran erinnern, hat er auch schon Kant seine eigene Fantasietheorie dazu vorgelegt, wenn er behauptet, dass wir als erkennende Wesen zwar verstandesbegabt sind, aber diese Verstandesbegabung nur wirklich erkenntnisbedingend ist, wenn sie an das gebunden ist, was er das höhere Vermögen nennt, nämlich die Vernunft. Denn die Vernunft basiert nicht auf sogenannten Verstandeskategorien wie der Verstand, sondern sie ist das Vermögen der Ideen. Das heißt, die Vernunft ist das Vermögen der Fantasie und auch der Phantasmagorie, ohne die wir Kant zufolge gar nichts erkennen können. Nochmal zusammengefasst, während also breite Traditionen der Erkenntnistheorie uns Menschen als rein rationale Wesen auslegen, die Fakten und Tatsachen erkennen können, interessiert Lacan die Frage, inwiefern wir Menschen Wesen sind, die mit Hilfe ihrer Einbildungskraft und Fantasie sich die Welt zurechtträumen oder zurechtfantasieren und auf verschiedene Anrufungen fantasievoll reagieren. Und das ist überhaupt nichts Schlechtes oder Negatives oder Ideologisches, sondern ihm zufolge die Bedingung der Möglichkeit für uns Menschen, Fakten und Tatsachen auch in kollektiven Fantasiekontexten zu rezipieren. Und Lacan steht damit auch nicht ganz allein, da gibt es eine ganze Generation seiner Zeitgenossen, die diese Thematik von Phantasmagorie und sozialer, politischer Wirklichkeit mitanalysiert. Wir werden dann zum Beispiel angerufen, diejenigen zu sein, die zum Beispiel andere in uns sehen wollen. Die Eltern möchten uns als brave Kinder sehen, die Demokratie will uns als Demokraten sehen oder das House of Windsor möchte Prinz William, Duke of Cambridge, als Duke of Cambridge sehen. Und zwar nicht nur als jemanden, der vortäuscht, Duke of Cambridge zu sein, sondern der die Rolle dann auch subjektiviert und intrinsisch motiviert dann auch dieser Duke ist. Und das veranschaulicht vielleicht noch einmal am besten, was ich gemeint habe mit Anrufung, Subjektkonstitution. Wo es eine Welt sozialer Phantasmagorien gibt, und wer würde bezweifeln, dass das House of Windsor nicht voller Fantasien ist, und wo wir jetzt quasi einen Prozess haben, wo ein neugeborenes Kind sich diese Fantasien so einverleiben muss, dass diese Fantasien auch das Unbewusste dieses Kindes grundlegen. Denn wenn dies nicht geschieht, beziehungsweise wenn das Unbewusste dagegen rebelliert, gegen diese Art von Zivilisierung durch das House of Windsor, dann könnte man sich vorstellen, dass dieses Subjekt sehr schnell auf einer psychoanalytischen Couch landet. Lacan spricht in diesem Zusammenhang oft vom großen Anderen, le grand autre. Und wenn Sie den Text über Struktur im Reader gelesen haben, dann werden Sie auf diese seltsame Rede immer wieder gestoßen sein, also die Rede vom großen Anderen. Und das ist hier mal eine Metapher, die ich dafür gefunden habe. Was ist dieser große Andere? Nun, eigentlich das, was ich bisher gesagt habe. Der große Andere hat viele Stellvertreter, das können unsere Eltern sein, die uns als Kleinkinder bitten, unseren Haferbrei aufzuessen. Aber das kann auch der Staat sein, wie das Poster hier suggeriert und wo der Staat uns tatsächlich ganz persönlich anspricht. Aber es kann auch eine Philosophie sein, wie diejenige von Jürgen Habermas, die uns auffordert, gute diskursethische Subjekte zu sein und die Diskursethik zum Beispiel ernster zu nehmen als unsere religiösen Welterklärungsmodelle. Warum? Nun, weil es dann ein Gebot gibt, eine Anrufung an uns, vernunftbegabte Wesen, den normativen Grundlagen der Diskursethik zuzustimmen. Diese ganzen Argumente, die ich vorgetragen habe, habe ich jetzt nochmal so zusammengefasst und das finden Sie auch auf der Folie. Insofern kann man jetzt sagen, die Matrix, in der wir leben, ist kein neutraler, weltanschauungsfreier Bereich, sondern im Gegenteil, er ist immer auch ein Ort ideologischer Interpellation. Und speziell darum soll es in diesem letzten Abschnitt der Erkenntnistheorie-Vorlesung gehen. Das heißt, inwiefern Erkenntnis der Wirklichkeit eingebunden ist in eine unbewusste Struktur der Realität, die nicht anders als ideologisch, das heißt durch weltanschauliche Anrufungen an uns Subjekte geprägt sein kann. Und zwar, weil die Bedingung unserer Erkenntnis nicht nur unseren Verstand betreffen, den Kant so genial ausgemessen hat, sondern auch unser Unbewusstes. Mit der Rede von der symbolischen Bezogenheit des Subjekts sind, wie gesagt, Anerkennungsprozeduren gemeint, die den Menschen in sein Dasein rufen. Denn aufgrund der dem Menschen zukommenden Unfähigkeit, allein mithilfe seiner vegetativen Organismusfunktionen und seiner Instinkte, wie wir es bei Pflanzen und Tieren erleben, überlebensfähig zu sein, braucht er fremde Instanzen der Unterstützung. Diese Instanzen aber stützen das Subjekt nicht nur, sie konstituieren auch
dessen Selbstverhältnis, wobei die Instanz des Unbewussten dabei mit evoziert und mitgeschaffen wird. Warum? Naja, weil ein Unbewusstes sich nur dort auftaucht, wo es eine Sozialisierung durch eine zwischenmenschliche Sozialstruktur gibt. Im strikten Sinne haben deswegen auch Tiere kein Unbewusstes, weil sie nicht zivilisiert werden und gezwungen werden, in eine kollektive Sozialstruktur einzutreten. Also wie gesagt, diese Instanzen unterstützen nicht nur das Subjekt, sondern das Subjekt konstituiert sich erst durch diese Instanzen. Ein Kollateraleffekt ist das Unbewusste. Schlicht und einfach deshalb, weil wir Menschen nie in den sozialpolitischen Formen, in die wir als soziale Wesen hinein integriert werden, aufgehen. Und dass es in diesen Zivilisierungsprozessen, die immer auch Anrufungsprozesse sind, zu traumatischen Begegnungen kommen kann, das haben Sie vielleicht schon einmal selbst erlebt. Wenn nicht, dann empfehle ich Ihnen die Romane von Franz Kafka, denn darin geht es wiederholt um Anrufung und traumatische Erfahrung. Kafka beschreibt die immer in der Konfrontation mit einem bürokratischen Apparat, aber eigentlich kann man die Romane, zum Beispiel Prozess oder das Schloss, auch als existenzielle Analysen der Condition Humaine ansehen, weil eine Zwangslage des Subjekts eben darin liegt, sich zu Anrufung immer wieder neu verhalten zu müssen. Die Instanzen, die uns umgebende Außenwelt vermitteln und die uns anrufen, sind natürlich besonders oder in erster Linie unsere Eltern, aber auch alle anderen möglichen gesellschaftlichen Instanzen, die das Subjekt auf irgendeine Art und Weise konfrontieren. Mit Befehlen, mit Wünschen, mit Begehren etc. Denken Sie an den Kindergarten, denken Sie an die Schule, denken Sie an die Anrufungen, die wir jeden Tag in der Tagespresse erfahren, in der Tagesschau. Das untermalt ja nur, dass auch hier natürlich immer Fantasien an uns gerichtet sind. Wir sollen irgendwelche Ideale verfolgen. Wir sollen aber auch im gewissen Sinne diese Fantasien so verinnerlichen, dass wir begreifen, warum wir dann auch diese Idealen oder diese Fantasien verfolgen sollen. Und wenn in diesem Prozess von Anrufung und von Begehrenskanalisierungen alles gut läuft, dann kann das Subjekt sich von diesen paternalen, maternalen und gesellschaftlichen Instanzen in einer Selbstwahl retrospektiv wiedererkennend in seinem Selbstsein sich dann auch spiegeln. Aber dieses Selbstsein ist eben durch den Rahmen der erwähnten Sozialinstanzen eben wesentlich mit zur Gestalt gebracht worden. Und das untermalt, was ich bisher immer wieder gesagt habe, dass wir als Subjekte nicht einfach einer Welt von Fakten und Tatsachen gegenüberstehen, sondern von dieser Welt angerufen werden, aufgefordert sind, uns als Antwort zu gebären, zu subjektivieren. Wir sollen eben nicht nur erkennende Wesen sein, sondern wir sollen auch begehrende Wesen sein. Wir sollen Ziele und Zwecke verfolgende und fantasierende Wesen sein. Diese Form retrospektiver Spiegelung als Gestaltwerdung des Subjekts ist immer durch die erwähnten Instanzen bedingt. Sie beglauben das mentale Erleben des Selbstseins. Das Subjekt sieht sich dann beispielsweise mit den Augen seiner Eltern, also mit den Augen, die das Subjekt verinnerlicht. Insofern ist das anerkannte Kind sein Bild, das die Eltern dann auch sehen wollen. Slavoj Žižek bringt das sehr schön zur Veranschaulichung, wenn er darauf hinweist, dass die Liebe zwischen Mutter und Kind wesentlich eine Beziehung der Anrufung an das Kind ist, das begehrte Objekt zu sein, das die Mutter auch in ihm sieht. Und so mag dann zum Beispiel, Zitat, das Kind, um zu demonstrieren, wie gut es sich zu benehmen weiß, bereit sein, das Verlangen der Mutter, alles brav aufzuessen, dabei die Hände und den Tisch nicht schmutzig zu machen und so weiter zu erfüllen. Das Begehren des Subjekts und die Freude und Lust der Mutter zu gefallen wird hier kanalisiert. Nochmal Zitat. Die Lust wird gebahrt, wie Žižek schreibt. Sie wird in ihrer Unmittelbarkeit verboten. Lust wird nur in der Funktion zugelassen, in der sie dem Anspruch des anderen entgegenkommt. Die Anrufung, für welche die gerade erwähnte Mutter-Kind-Szene beim Essen nur ein Beispiel neben vielen ist, hat immer etwas mit dem zu tun, was Lacan die symbolische Ordnung oder den großen anderen nennt.
Der große andere, hier ist die Mutter, repräsentiert die symbolische Ordnung. Die Eltern sind hierbei immer auch symbolische Instanzen schon allein, weil sie für das Kind eine zentrale Quelle sprachlicher und körperlicher Zeichenproduktion sind und natürlich eine zentrale Quelle der Zuneigung. Als solche generieren sie aber immer auch Bedeutungsüberschüsse, denn als Instanzen sind sie eben immer auch mehr oder sind sie immer auch überdeterminiert. Der Vater ist eben nicht nur ein Vater, sondern er repräsentiert irgendwie auch das Gesetz, genau wie die Mutter. Die Mutter ist auch nicht einfach nur irgendein Wesen, sondern auch sie ist eine Autorität, auch sie ist ihre eigene Instanz. In Anlehnung an Karl Marx' Rede vom gesellschaftlichen Sein, das der Menschen Bewusstsein bestimmt, könnte man deshalb auch mit Lacan im Anschluss sagen, dass das Sein der institutionellen symbolischen Appellinstanzen das Bewusstsein von Subjekten bzw. deren feinmechanische Neurosenstrukturen mitverantwortet. Deren Einflüsse reichen bis auf die Rückseite des intentional-kognitiven Bewusstseins, das heißt bis ins Unbewusste hinein. Der Mensch gelangt folglich nicht nur zu spät auf den Schauplatz einer reflexiven Selbstbeziehung, auch der Ort seiner Ankunft in der Welt sozialer Verhältnisse ist nie authentisch der seine. Die in ihrem Kern enigmatisch, ja sogar letztlich immer auch Kafkaesk bleibenden Symbolisierungsprozesse der familiären und politisch-gesellschaftlichen Institutionen führen dann dazu, dass das Subjekt immer auch seine Legitimität erfährt, aber diese Legitimität, wie wir bei Kafka so schön sehen, immer auch prekär ist, weil die symbolischen Ordnung des Subjekts selbst, die das Subjekt umgeben, selbst nie ganz stabil und mit sich identisch und nie kohärent sind. Das erlebt das Kind ja auch irgendwann schon einmal bei seinen Eltern, wenn es feststellt, sozusagen die Instanzen des Gesetzes, der Autorität sind selber fallibel, sind selber inkompetent, unfähig. Neben den Eltern könnte man aber auch von der Personifizierung der Instanz des großen anderen in einem Richter gegenüber einem Angeklagten in einem juristischen Verfahren sprechen. Denn wenn der Richter oder die Richterin im Namen des Volkes sein Urteil verkündet, dann ist er nicht nur eine Staatsfunktion. Für den Angeklagten personifiziert sich in diesem Individuum dann auch der Staat, so wie der unter Verfolgungswahn Leidende sich von einem ganz konkreten Blick beunruhigt findet. Damit will ich nur unterstreichen, dass der große andere für Lacan irgendwie nicht nur eine systemische Funktion hat, sondern immer auch eine Personifizierung haben muss. Und eben, sei es jetzt der individuelle Richter oder sei es die Lehrer oder sei es die Eltern. Psychopathologie und Normalität sind hier nicht ganz zu trennen, aus dem einfachen Grund, weil die Welt etablierter Sittlichkeit immer auch psychopathologisch und neurotisch ist. Die soziale Wirklichkeit kann sich als soziale Wirklichkeit eben auch nicht konfliktfrei, aporielos mit der Wirklichkeit kurzschließen, sondern kämpft immer in gewissem Sinne um einen gesunden Status ihrer Selbstbeziehung. Im weiteren Verlauf des Vortrags von Lacan kommt er nun auf Gottlob Frege zu sprechen und das ist ein bisschen irritierend und muss irgendwie erstmal begriffen werden, weil er mit einer bestimmten Theorie von Frege uns aufweisen möchte, wie er das Subjekt versteht, nämlich als eine Rekursionsstruktur, die sich nie ganz einholen kann. Und darum soll es im Folgenden gehen. Also wundern Sie sich nicht, wenn es jetzt um Gottlob Frege geht und dessen Theorie der Zahlengenese und warum Lacan sich darauf bezieht. Naja, nicht, weil ihn jetzt so sehr Freges Werk oder Freges Theorie interessiert, sondern weil er diese Theorie für sein eigenes Subjektverständnis anwenden möchte. Und darum geht es und ich hoffe, das wird klar. Also Lacan kommt im weiteren Verlauf seiner Ausführung in diesem berühmten Vortrag von 1966 auf seine Art und Weise zu sprechen, die von mir in dieser Vorlesung immer wieder thematisierte Kluft herzuleiten. Aber er tut das weniger durch die Kluft, die wir bei Kant in der Differenz zwischen Erscheinungen und dem Ding an sich gesehen haben, sondern indem er mithilfe einer Theorie Gottlob Freges aufzuweisen versucht, inwiefern wir Subjekte sozusagen uns immer zu spät durch unser Bewusstsein und Selbstbewusstsein ergreifen können und uns daher notgedrungen, sinnbildlich gesprochen, immer hinterherlaufen. Das heißt, wenn Sie den Text gelesen haben, jetzt den Lacan-Text on Structure, und sich wunderten, warum Lacan überhaupt auf Gottlob Frege zu sprechen kommt,
dann hat das weniger etwas mit Freges Logizismus zu tun, als damit ein Theorem Freges zur Explikation des Gedanken anzuwenden, eben des Gedankens, dass wir als Subjekte immer eine Kluft in die Realität einfügen, aufgrund unseres Objektstatus dann aber auch quasi immer der Wirklichkeit hinterherlaufen und uns selber dabei nie ganz einfangen können. Worum geht es ganz generell in Freges Theorie der Zahlengenese? Ich bleibe hier ganz kurz, weil, wie gesagt, das Argument der Theorie der Zahlengenese nur eine Art Metapher ist. Worum geht es dabei? Nun, Frege versucht, eine präzise Definition von Zahlen zu geben, indem er Zahlen von der Operation einer Zuordnung her versteht. Also Zahlen gibt es in der Wirklichkeit, aber wir werden ihnen in der Regel bewusst, wenn wir Dinge unter sie subsumieren, zum Beispiel 4 Tische, dann weiß ich, wir haben die Zahl 4 und ich kann 4 Gegenstände darunter subsumieren. Sein erstes Ziel ist, ein traditionelles Zahlenverständnis zu hinterfragen, dass Zahlen in gewissem Sinne als Eigenschaften von Gegenständen fehldeutet, weil damit den Zahlen quasi ihr Abstraktionsstatus aberkannt wird, eben ideale Objekte, ideale Dinge zu sein, jenseits von Raum und Zeit. Die Zahl ist aber, wie Frege sagt, kein realer, sondern ein idealer Gegenstand, also im Sinne eines metaphysischen Platonismus. Es gibt tatsächlich ein Reich der Zahlen, die sind ewig gültig, immer da, unabhängig, ob es Menschen gibt oder nicht. Ideale Gegenstände jenseits von Raum und Zeit. Zahlen sind Frege zufolge Eigenschaften von Begriffen, das heißt von Zuordnungsoperationen des Verstandes, wie ich gerade das Beispiel gemacht habe, 4 Tische, ich habe die 4 und ich kann 4 Gegenstände zuordnen und dann habe ich eine Menge gebildet. Was Frege dabei nun genau meint, muss uns hier nicht im Einzelnen interessieren, denn da interessiert nur Freges Rekursionsfigur der Zahlengenese, also wie Frege die Zahlenfolge erläutert. Und dies beschreibt oder dies interpretiert Lacan treffend mit folgenden Worten, indem er Freges Herleitung der Null, zeige ich gleich nochmal genauer, als Teil der natürlichen Zahlenfolge überspringt und gleich auf die 2 zu sprechen kommt, weil, und das ist entscheidend, die Zahl 2 für Lacan etwas mit der Kluft im Subjekt und damit im Subjekt-Objekt-Verhältnis zu tun hat, weil es pointiert gesagt nie die 1 gibt, beziehungsweise den Anfang des Objekts. Das untermalt das folgende Zitat. Ich schlage Ihnen vor, dass Sie die tatsächliche numerische Genese der 2 betrachten. Also er bittet seine Zuhörer jetzt nochmal, sich an Freges Zahlengenese zu erinnern. Warum Frege diese Zahlengenese herleitet, muss es uns erst einmal nicht interessieren. Uns sollte interessieren, warum Lacan darauf Bezug nimmt. Also nochmal. Ich schlage Ihnen vor, dass Sie die tatsächliche numerische Genese der 2 betrachten. Es ist notwendig, dass diese 2 die erste ganze Zahl, also die 1 in der Reihenfolge der natürlichen Zahlen, konstituiert, die noch nicht als eine Zahl geboren ist, bevor die 2 erscheint. Sie haben das möglich gemacht. Lacan, glaube ich, wendet sich hier an sein Publikum, das mit ihm diese Übung durchspielt, weil die Zahl 2 hier ist, um der ersten Zahl, also der 1, ihre Existenz zu gewähren. Nehmen Sie die 2 an die Stelle der 1 und infolgedessen sehen Sie die 3 erscheinen. Zitat Ende. Wie Lacan hier sagt, wird die 2 erst mit der Erscheinung der 1 als deren Voraussetzung erkennbar, wobei die 1 ihrerseits Voraussetzung der 0 ist, als die auf 1 gezählte Nullstelle. Die 1 ist dann sowohl Bedingung der 2, wie die 2 ihrerseits ein Effekt der 1 ist und als solcher die 1 rekursiv hervorruft, also eigentlich zu spät. Zusammengefasst kann man daher sagen, die 0 erscheint rückwirkend durch die 1, also eben als die auf 1 gezählte Nullstelle, die 2 rückwirkend durch die 0 und die 1, und die 3 rückwirkend durch die 0 und die 1 und die 2 etc. Und dieser Definition der natürlichen Zahlen begegnen wir auch in der Mengenlehre, indem die Mengenlehre die Nullstelle der leeren Menge zuschreibt, der 1 die leere Menge und die auf 1 gezählte leere Menge erhalten wir,
und so jeweils ad infinitum jede Folgezahl aus der Genese immer akkumulativ werdender Mengenrekursion, die auf die ursprüngliche leere Menge zurückgehen. Und dann kann man zum Beispiel die Zahl 4 wie folgt als ihre eigene Genese darstellen. Eben aus diesen Mengenformationen 0, 1, 2, 3 und das macht die 4 aus. Das mag veranschaulichen, inwiefern die 4 sich von der leeren Menge bzw. der Nullstelle aus bis hin zu ihrer dritten Untermenge konstituiert und dann aus der Addition zwischen Nullstelle und dritter Untermenge als Folgeextension hervorgeht. Und jetzt erklärt auch Lacan, warum er es für eine geniale Idee fand, auf Frege einzugehen. Und der Meinung können Sie jetzt sein oder nicht. Also er hat es jedenfalls getan. Er schreibt, und das hat jetzt wiederum mehr mit Psychoanalyse zu tun. Die Frage der 2 ist für uns die Frage des Subjekts. Und hier gelangen wir an eine Tatsache der psychoanalytischen Erfahrung, insofern die 2 nicht die 1 vervollständigt, um 2 zu ergeben, sondern sie muss die 1 wiederholen, um der 1 die Existenz zu erlauben. Das Ende des Satzes wiederholt eigentlich, was ich gerade zur Zahlengenese als Rekursionsfigur gesagt habe. Und den Anfang des Satzes verstehe ich so, dass Lacan uns den Gedanken nahelegen möchte, inwiefern das Subjekt nicht von einer Bewusstseinseinheit, sozusagen von einer Einsstelle als Ursprung ausgehend sich verstehen kann, sondern sich analog zur Zahlengenese aus einer Rekursionsbewegung herleiten muss. Das heißt, immer schon von einer 2 her einen immer schon verlorenen leeren Ursprung seines Selbstverhältnisses ausgehen muss. Lacan liest dann die Theorie der Zahlengenese als sinnbildliche Aufschubstruktur von multiplen Bedeutungsclustern, er nennt das Signifikantenketten, der gegenüber das Subjekt immer nur rekursiv auf dem Schauplatz seiner selbst erscheint. Denn wie wir gesehen haben, braucht ja quasi das Subjekt, um überhaupt ein soziales Wesen zu sein, um im klassischen Sinne tatsächlich einen Subjektstatus zu erfahren, diese Außenwelt. Aber zu dieser Außenwelt verhält es sich immer rekursiv und dann oder vermittelt über diese Außenwelt dann zu sich und ist insofern immer in einer Verspätung zu seinem eigenen Selbstverhältnis. Deswegen interpretiert Lacan auch in diesem Vortrag von 1966 Subjektivität als eine Art Dahinschwinden, er nennt das Fading in dem Text. Auch vor dem Hintergrund diverser Erkenntnisoperationen. Das Subjekt fängt sich nie in einer Totalität ein, eben weil die symbolische Welt um dem Subjekt herum eben auch nie diese Totalität einfangen kann. Und gleichzeitig damit aber auch das Begehren des Subjekts anstachelt, dann doch diese Fülle immer wieder neu zu konstituieren. Das war auch eine der grundlegenden Einsichten Freuds, wenn er behauptet, dass das Subjekt immer auf einem anderen Schauplatz, so nennt er das, auf einem anderen Schauplatz sich selbst verortet, das heißt immer ein Effekt diverser Appelle ist und sich dann rekursiv zu diesen Appellen verhalten muss. Das Subjekt ist rekursive Antwort auf dem anderen Schauplatz, ohne selbst, bevor es Antwort ist, seine Fragen gestellt zu haben. Auch das ist ja nochmal wichtig. Also wir sollen im gewissen Sinne Antworten sein, ohne sozusagen vom Nullpunkt unserer Geburt überhaupt zu wissen, welche Fragen wir eventuell haben. Ähnlich ist die 2 sinnbildlich verstanden eine Antwort der 1, deren Bedingung wie auch deren Effekt sie ist. Das Subjekt nennt Lacan daher auch an einer anderen Stelle eine erzwungene Wahl, wobei das Subjekt diese erzwungene Wahl mit der Illusion des Glaubens an seine eigene Identität als Einheit und nicht als prekäre Genese in der Regel überdeckt. Das Subjekt ist also aufgrund seiner eigenen Nicht-Identität die Einführung eines Verlustes in die Realität und darin zugleich die Bedingung von Realität. Und mit dieser Paradoxie ist es immer konfrontiert. Lacan schreibt weiter: Wenn das Subjekt den Ort des Mangels einnimmt, ist ein Verlust durch das Wort eingeführt und dies ist die Definition des Subjekts. Aber um diesen Verlust einzuschreiben, ist es nötig, das Subjekt in einem Zirkelschluss, den ich die Andersheit nenne, in der Sphäre der Sprache zu definieren. Das Subjekt ist in einem Zirkelschluss einer erzwungenen Wahl,
in einer Fremdheit bzw. Andersheit eingefangen, insofern es immer schon in einer nicht unabschließbaren und epistemisch diskursiv einholbaren Genese nach sich strebt. Und so verstehe ich hier Lacans Rede vom Zirkelschluss. Zirkelschluss in einer Andersheit. Die Welt und das eigene Selbstverhältnis kann immer nur in mangelhaften Ausschnitten erkannt und verstanden werden und nicht über die Grenzen eines für Lacan immer nur symbolisch limitierten Verstehens noch einmal epistemisch umgriffen werden. Und auch das haben wir bei verschiedenen anderen Autoren in den vergangenen Vorlesungen immer wieder thematisiert gesehen, am prominentesten natürlich bei Kant. Für Lacan hat das zur Folge, dass das Subjekt innerweltliche Gegenstände gemäß den Szenen einer immer schon durch den Lacanschen großen anderen vermittelten Welt mit numerischen Identitäten ausstattet, das heißt die Dinge kategorisiert, um auf diesem Weg zu einer eigenen Identität zu kommen, wobei es weder sich noch die Welt noch beide in einer Art Komplementärbeziehung wirklich zu einer harmonischen und epistemisch abgesicherten Einheit bringen kann. Und auch das haben wir bei mehreren Autoren thematisiert gesehen. Zwar erlebt sich das Subjekt als Einheit oder phantasmagorisiert auch immer wieder auch auf sozialer Ebene diese Einheit. Und in diesem Sinne zählt es sich auch als eine solche Einheit. Aber aufgrund der mangelhaften Einheit des Bewusstseins bleibt diese Selbstbeziehung notwendig prekär. Und wie gesagt, das klingt schlimmer als es ist, weil es ist die Bedingung der Möglichkeit von uns als Subjekte überhaupt auf den Plan zu treten. Ich komme zum Abschluss der Vorlesung und würde mich freuen, wenn Sie noch ein paar Minuten durchhalten würden. Denn der letzte Aspekt ist auch noch recht wichtig für den Vortrag, um den zu verstehen. Lacan kommt nämlich wiederholt auf das Motiv von Markierungen zu sprechen und er meint mit Markierungen eigentlich so etwas wie Prozesse von Kategorisierungen, die konstitutive Momente unseres operationalen Zugriffs auf die uns umgebende Wirklichkeit sind. Das wird Ihnen bei der Lektüre sicher aufgefallen sein, inwiefern er immer wieder von Markierung spricht. Markierungen lassen Differenzen entstehen und Differenzen lassen wiederum Mengen entstehen, insofern Markierungen Gegenstände und Dinge unter bestimmte Merkmale vereinen. Wenn ich beispielsweise eine Menge eröffne, keine Ahnung, die Menge der Mikrofone oder die Menge der Lampen in diesem Raum, dann mache ich eine Markierung, dann sage ich, also alles, was eine Lampe ist, kommt unter den Begriff Lampe und dann fällt darunter diese Lampe und die Lampen am Deck und die Lampe in dem Projektor etc. Dann hätten wir eine Markierung, die eine Differenz in die Wirklichkeit hineinbringt, weil jetzt ganz klar ist, dass mit dieser Markierung ich Dinge von anderen Dingen abgrenzen kann, obwohl die Dinge, die ich unter dieser Markierung setze, natürlich extrem vielgestaltig sind, weil die Lampe, die hier ist, hat nichts mit der Lampe dort oben zu tun und auch nichts mit der Lampe im Projektor. Lacan schreibt, die Gleichheit ist nicht in den Dingen, sondern in der Markierung, die es möglich macht, Dinge ohne Berücksichtigung ihrer Differenzen zu addieren. Die Markierung hat den Effekt, die Differenz auszuradieren. Ein bisschen irritierend mag der letzte Satz dieses Zitats sein. Ich verstehe ihn so, dass wir einerseits über Differenzen andere Differenzen entstehen lassen. Das heißt, ich kann Differenzen eröffnen, Lampen von Tischen abgrenzen, Tische wiederum von Marmorplatten abgrenzen etc. Was damit aber gleichzeitig geschieht mit dieser Differenzialisierung, also sobald ich ein Ding differenzieren kann, entsteht eine unendliche Welt immer neuer Differenzen, weil ich kann ja alles irgendwie differenziell abgrenzen von einem anderen. Ich kann alle Gegenstände mit Ecken in diesem Raum vereinen. Ich kann alle Gegenstände mit vier Beinen irgendwie in diesem Raum vereinen. Das heißt, ich kann alles unter irgendeine Kategorie bringen. Und ich verstehe diesen letzten Satz so, dass Lacan behauptet, naja, natürlich lösche ich dann auch die Differenz dieser Gegenstände durch diese Markierung, durch diese Kategorisierung auf, weil jetzt eigentlich nicht mehr ganz genau unterschieden werden kann zwischen vier Beinen an einem Tisch und vier Beinen an einem Stuhl, weil die Kategorie ja sich nur mit diesen vier Beinen auseinandersetzt. Lacan verweist aber auf den Umstand, dass mit der Markierung, also mit der Subsumption von verschiedenem unter eine Markierung oder sagen wir mal unter einen Begriff, unter eine Kategorie, schon etwas Ungeheures vonstatten gegangen ist, nämlich
eine gewisse Auslöschung des Objekts durch seine Einbindung in den Rahmen einer Metastruktur, nämlich den Rahmen einer Metastruktur der Kategorie. Lacan sagt deswegen auch gegenüber seinen Zuhörern Folgendes, er schreibt, in meiner Zeit war man gewohnt, Kinder zu lehren, dass sie auf keinen Fall zum Beispiel Mikrofone mit Wörterbüchern addieren sollten. Aber das ist wahrhaftig absurd, weil wir keine Addition hätten, wenn wir nicht fähig wären, Mikrofone mit Wörterbüchern zu addieren. Oder wie Lewis Carroll sagt, also der Autor von Alice in Wonderland, Kohlköpfe mit Königen. Die Gleichheit ist nicht in den Dingen, sondern in der Markierung. Kohlköpfe können mit Königen vereint werden, je nach dem Oberbegriff, mit dem man die Menge, in die man sie vereint, zu etablieren trachtet. Und mit diesem Zitat will Lacan ja nur noch mal untermalen, dass es eben absurd sei, zu glauben, dass es eine Grundstruktur der Wirklichkeit gibt, die uns auferlegt, was wir unter Markierungen kategorisieren oder subsumieren sollten, weil es uns Menschen ansteht, genau dies zu tun, weil wir alles unter einen Begriff oder unter eine Markierung bringen können. Eben auch so absurde Dinge wie Kohlköpfe und Könige. Er macht sich da nicht drüber lustig und er hält das nicht für eine absurde Kategorie, sondern verweist damit nur nochmal über die Plastizität unserer Kategorien, die er nur veranschaulicht, dass es kein Dogma der uns umgebenden Wirklichkeit gibt, bestimmte Kategorien anzunehmen, sondern wir Menschen kategorisieren die Dinge um uns herum. Auch das wieder natürlich ein ganz klassisch kantianischer Gedanke. Insofern ist es natürlich richtig, wenn er darauf hinweist, dass es absurd ist, Schulkindern beizubringen, keine Mikrofone mit Wörterbüchern zusammenzuzählen, denn das verkennt genau die Tatsache, die uns Menschenwesen als kategorisierende Wesen ausprägt und ausmacht, nämlich die Tatsache, dass alles unter einen Oberbegriff, unter eine Markierung gebracht werden kann, unter eine Differenz, je nachdem, wie wir die Dinge halt kategorisieren wollen. Und weil es, wie ich gesagt habe, scheinbar keine Kategorisierungsdogmen gibt, die uns Menschen, die uns umgebende Wirklichkeit sozusagen von ihrer menschenunabhängigen und intrinsischen Wirklichkeit auferlegt, kommen wir hier überhaupt zu diesen diversen Subjekttypen, von denen ich am Anfang meiner Vorlesung sprach. Weil diese Subjekttypen in gewissem Sinne alle die Autonomie haben, von ihrem Subjektsein die Grundstrukturen der Wirklichkeiten auszulegen und auch dann im Rahmen dieser Kategorisierungen ihren Fantasien freien Lauf zu geben und freien Lauf zu lassen. Denn tatsächlich haben wir bei diesem Subjekttyp natürlich ganz unterschiedliche Mengenformationen, mit denen der Bereich menschlicher Erfahrung geordnet werden kann. Und Sie erinnern sich, dass wir eine solche plurale Ontologie auch schon bei Willett von Orman Quine kennengelernt haben. Aber Quine interessiert keine Fragen psychosozialer Anrufungsstrukturen mit ihren diversen Instanzen, Normen und Werten, die unser Unbewusstes mitstrukturieren, aber genau diesem Zusammenspiel widmet sich eben die Philosophie der Psychoanalyse und ich hoffe, dass ich das heute etwas Ihnen verdeutlichen konnte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.